Laputa. Was für Anmeldung? Holla, die hat gesagt. Die hat gesagt, eigenen Name, eigene Marke. Richtig, ja? Und eine Marke musst du eintragen lassen, du Dummkopf. Musst du nicht. Musst du. Musst du nicht. Musst du. Musst du nicht. Musst du. Musst du nicht. Holla, ich zieh gleich meine Waffe und halt dir einen Kopf und dann sagst du, musst du. Nee, zeig dir. Ey, Pisser, mach mich jetzt nicht fertig. Ich glaube, dass du das anmelden musst. Doch, natürlich safe. Nee, warum? Warum denn nicht? Ja, warum denn schon? Okay, machen wir es anders. Ich frage jetzt die Bullen. Ja, frag die Bullen. Sag, dass wir illegales Glücksspiel betreiben. Ja, und jetzt das Wort illegales Glücksspiel, da habe ich keinen Bock drauf, Digga. Ich habe gesagt, das, was im Hinterzimmer passiert, darüber können wir dann reden, aber doch nicht das, was in der Öffentlichkeit ist. Wie soll ich denn das präsentieren? Ja, hallo, herzlich willkommen im Würfelabend. Oh, Sie wollen hier Geld reinsetzen? Ja gut, dann nehme ich das Geld mal in die Hosentasche, ne? Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ach, Sie sind Polizist, Sie wollen mich verhaften? Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig war. So, das Finanzamt gibt er nicht. Es geht doch nicht ums Finanzamt, Digga. Trotzdem musst du es ja irgendwo am Start sagen, ja, Bruder, hier, bubub. Ja, nee. Safe haben die Kack-Influencer hier einen Gewerbeschein sogar. Stimmt nicht. Naja. Ich sag mal so, da kann man ja dann auch nochmal mit der reden. Wenn man mal ein Konzept hat. Die Frage ist ja überhaupt, wollen wir überhaupt machen? Naja, ich gehe eher davon aus, wir holen uns einen Gewerbe, wo Glücksspiel drin ist, im Schein, und holen uns für das Gewerbe eine Halle, weil wir müssen ja irgendwo unsere Gewinne und schlag mich tot alles lagern. Bieten parallel Lagerplätze an und gucken, ob wir das wirklich nicht einfach nur mit so Losen oder sowas erstmal machen. Und so brauchen wir automatisch ja, keine Location, weil... Willst du verlosen, Alter? Ist das scheißegal, dann kann man ja mit irgendeinem Autohändler oder sowas mal quatschen und sagen, jo, wie sieht's aus, könnt ihr nicht mal hier bubub? Weil durch dieses Losgeld, das wir bekommen, können wir ja Preise kaufen. Ah, weiß nicht, fühle ich nicht. Das würdest du ja im Casino an sich auch machen, wenn du Eis hinstellst. Ja, aber dann machst du das einmal im Monat oder so, dann machst du das als Special. Naja, über die Laufzeit so einer Lose habe ich ja nicht gequatscht. Nee, fühle ich nicht. Guck mal, wenn du jetzt sagst, wir gehen zum Pfisterhändler und sagen, ja, Pfisterhändler, wir würden gerne dir ein Auto abkaufen für die, für die Verlosung. Keine Ahnung, so und so. Keine Ahnung, diesen Pfister Geländewagen zum Beispiel. Aero, schlag mich tot. Und bei dir findet dann auch die Auslosung statt. Dann hat der sozusagen einmal Werbung. Wir kriegen den günstigeren Preis. Wir verkaufen die Lose. Zack, fertig hat sich die Sache. Schnapp macht das Krokodil. Mit der Intention bin ich da eh nie rangegangen. Ja, aber wie gesagt, du kriegst hier keine Automaten her. Ja, schwierig. So, und der einzige Dude, der den Automat vielleicht ehesten oder am ehesten aktuell, den wir kennen, herbekommt, ist dieser Mafiosi. Ja, der Doktor. Der Doktor Asimov. Genau. Dass dem seine Wände nicht gelb-orange sind, ist ein Wunder. Gelb-orange, weiß-orange. Meine ich doch, weiß-orange. Nein, aber weißt du, was ich meine? So. Also entweder sie sagen, yo, wir bleiben im Kleinen unter uns, bauen unsere eigene Connection drauf. Weil guck mal, also es geht nur um die Location aktuell. Aber wenn wir ja ein Gewerbe anmelden, können wir eine Location bekommen. Das kostet ja auch alles. Ja. Meinst du, wir verdienen so wenig Geld, wenn wir das einmal durchziehen? Ja, Digga, ich sag mal so,
Bei 220.000, da zahle ich gerne die 10% und steckt mir den Rest in die Tasche. Ja, aber da müssen wir mit ihm zusammenarbeiten. Aber wir werden dann niemals eigenständig dann in dem Moment. Ja, aber wir haben die Connections. Wir werden die Connection zu einem ausländischen Automatenhändler wahrscheinlich eher schwierig aufbauen. Ich fühle den Punkt noch nicht, mich da vorne hinzustellen und irgendwas von Würfeln oder sonst was zu quatschen. Wer sagt, dass wir das machen müssen und nicht einfach im Hintergrund? Wir können ja auch einfach nur die Game Master sein. Aber du müsstest einfach Game Master sein. Müsst du da das Squid Game nachspielen oder was? Nee, aber wenn du jetzt jemanden hast, der dann für dich würfelt, eine hübsche... Stell dir Bunny vor! Bunny würfelt. Ja gut, aber trotzdem. Naja, wie willst du... Ja, aber weißt du, wir müssen irgendwie klein anfangen. Wenn das dann sieht, okay, das ist da, dann können wir das vielleicht irgendwie, dass wir auch sagen, okay, wir nehmen die Zollgebühren an und nehmen die Lizenzen an, dass das gut ankommt. Deswegen muss er da auch Variationen. Schwierig. Das wäre eine Option, oder wie gesagt, die zweite Option ist, wir scheißen darauf. Aber dann fehlt uns teilweise die Connection. Oder wir lassen komplett die Finger aus dem Spiel. Weiß nicht. Du weißt, ich mach nur was, was du mit mir mitmachst. So, das ist unsere Bruderschaft, Bruder. Irgendwie fühle ich das noch nicht so ganz. Was genau? Er hat ganze Glücksspiele gedünst. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Du dachtest, du kannst eine kleine Kneipe machen, zwei, drei Automaten und am Abend einfach aufschließen, den Automat rausnehmen und die Sache hat sich erledigt. Also ein bisschen mit DJ, die Stars und so. Wie gesagt, mich, also was mich am meisten stört, ist halt, dass wir nicht eigenständig sind. Du weißt, ey, ich mag Connections. Und ich habe überall meine Ohren. Aber Ende vom Lied schöpft sich da jemand einen Reichtum ab von unserem Konzept. Ist das denn nicht verkehrt, was du sagst? Aber wir bekommen halt auch dafür was geboten. Was wir ab Anfang uns selber drum kümmern müssten. So hätten wir es halt direkt da. Naja, aber weißt du, eine Selbstständigkeit hat ganz viele Hürden im Weg. Und die Hürden muss derjenige, der sich selbstständig macht, halt selbst bestreiten. Und ja, kann sich bei einer so guten... Du hast halt die Hürden nicht. Ja, aber in einer guten Selbstständigkeit musst du halt, ja, wie gesagt, die Opfer selbst bringen und kämpfen dafür, dass du die Hürden dann meistern kannst. Weil nur ins gemachte Nest reinlegen ist halt nicht mein Ding. Wenn ich was anfange. Ja gut, heißt ja nicht auch, dass das für immer so bleibt. Heißt aber auch nicht, dass es nicht für immer so bleibt. Gut, aber das entscheidet man ja grundsätzlich selber. Naja, aber überleg doch mal selbst so. Der Typ merkt, dass es läuft. So. Und wir... Naja, wie soll man sagen? Wir haben keine Lust mehr mit ihm zusammenarbeiten. Was ist dann? Setzt man ein Gespräch an. Und sagt, man macht vielleicht irgendwie eine Kooperation oder so. Oder man erweitert das Ganze. Vielleicht ist ja irgendwann die Möglichkeit,
Tische und Automaten herzubekommen. Und man macht da irgendwie eine Kooperation, dies, das zusammen. Ja, aber wenn du nicht mehr mit dem zusammenarbeiten möchtest, das ist die Frage. Da steigst du aus. Ja. Sagst du, Bruder, wir haben die letzten Jahre gut verdient. Aber wir wollen raus aus dem Business, wir wollen vielleicht selber was auf die Steine stellen und halt Ackermann. Ja, und dann sagt er wie in den schlechten Mafiosi-Filmen, macht ihr nicht. Ich hab euch aufgebaut, so. Fertig. Ja. Und dann? Dann wählen wir noch die Koppers. Ja, und jetzt meinst du, dass du dann damit dann Erfolg hast, Mann. Mit Koppers. Dann lass dir die ja mal einmarschieren. Ich möchte nur mal ganz kurz gesagt haben, du denkst jetzt schon über einen 31er-Move nach. Und über, du willst dich verlassen auf Leute, die es nicht mal schaffen, eine Akte vernünftig zu pflegen. Der ich konnte. So. Notfalls fährt man zum Sendelpark, drückt fünf Leuten dann fünf Taui in die Hand, sagt, hier hast du eine Waffe. Wenn ihr irgendeinen Mafia-Boss schießt, dann schießt sie ihn. Nein. Das wird so nicht funktionieren. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also dafür hast du zu viele Mafiosi-Filme geschaut, glaube ich. Wie bitte? Ich bin ganz schneller weg vom Fenster sein, als du dich gucken kannst. Aber ich sag mal so, das sind ja jetzt Pläne, wo ich sag, da müsste man auch immer erst drüber reden, wie, wenn das soweit ist. Aber ich sag mal so, das ist eine bessere Vorlage bekommen wir nicht. Ja? Um damit zu starten. Wie es dann weitergeht, ist eine Abteil. Ja, weißt du, sowas musst du dir bewusst sein. Du bist die Julies. Du bist ja nicht mal, wir sind ja nicht mal unter Doktor, sondern wir sind ja unter, wie hieß die nochmal? Valeria. Jennifer. Valeria. Ja, wir sind ja trotzdem eigenständig. Aber ja, müssen Schutzgeld zahlen, sozusagen. Unsere Marke angepriesen. Ja, das ist quasi wie eine Miete. Für das, dass wir erstens seine Geschäftsführerin quasi beanspruchen dürfen und das Personal. Bro, das hört sich sau falsch an. Ich hab's mal kurz gesagt. Wenn du schon wieder an was anderes denkst. Wenn ich die beanspruchen möchte, ne? Ich sag das, wie es ist. Na, ändert's anders. Ja. Wie wird's gesoffen oder was? Da wird's gut gesoffen, hey. So. Hall of Justice. Ruf die jetzt an. Ja, ruf die an. Dave ist da um 23 Uhr keiner mehr da. Ja, das schauen wir mal. Wir haben dich vorhin auch noch erreicht. Das war auch SPD und nicht Hall of Justice. Ah, der hat auch nochmal gerufen. Department of Justice 933. Da rufe ich jetzt an. 933. Da ist noch jemand erreichbar. Department of Justice, Unge, hallo? Ja, schönen guten Tag, Müller hier, hallo. Ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt ein Gewerbe anmelden möchte, weil ich vielleicht ein bisschen zu viel Geld verdiene, für was muss ich denn ein Gewerbe anmelden alles? Also Sie müssen Stalin anrufen, Stalin Logistik oder Stalin Inc. Ja, aber nichts zu tun. Also Sie können mir nicht sagen, welche Firmen jetzt keine Gewerbeanmeldung bräuchten. Müssten Sie ja wissen vom Rechtssystem, oder nicht? Gewerbe ist Stalin. Okay, ja, alles klar. Was wollen Sie denn machen für ein Gewerbe? Ja, also nur mit so einer Arbeitergemeinschaft. Und jetzt wissen wir nicht, ob das jetzt ein Gewerbe dann wird oder ob das als Arbeitergemeinschaft einfach so deklariert werden kann. Dann fragen Sie am besten Stalin. Alles. Okay, ich bedanke mich. Wir haben alles damit zu tun. Perfekt. Wir können Ihnen auch helfen, falls Sie sagen, sonst uns verwalten, dann übernehmen wir. Okay, alles klar. Ich wünsche Ihnen was. Ja. Schönen Abend noch. Perfekt, ebenso. Tschüss. Lass mich raten, der Typ hat gesagt, so Stalin anrufen und er an. Ja, komm mal. Ja, sag ich doch. Du brauchst hier sowas nicht.
Nein! Nein, 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 nein! Angeblich, also angeblich ist es so, dass also Stallion alles für Gewerbe macht und wenn die sagen, ja, nee, das ist für die Hall of Justice, dann sind sie wieder zuständig dafür. Nicht dazu, ja, müssen sie ja im Recht. Also, das ist ja hier ein einziges Rumgeschiebe, Alter. Also. Was haben denn die alle für Probleme? Die sind, glaube ich, alle mit der gesamten Situation komplett überfordert. Ich hab's Gefühl, die brauchen irgendwie alle Aufmerksamkeit und sitzen abends so in einem Büro, in einem Stuhlkreis und sagen, ja, heute habe ich 50 Anrufe, Cat, und dann so, oh, ich habe 51, dann kommt der dritte, oh, ich habe 53, Cat. Die Kiste ist voll. Achso. Ja, Digga. Ja, warte mal kurz. Digga, 21 mal wieder nicht erreichbar, Mann. Ich könnte schon wieder kotzen hier. Ich fühle das mit dem Würfelclub noch nicht so ganz. Ja, ich fühle das mit dem Würfelclub wegen Geld. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist auch wieder dann hier mit Konzept schreiben, Gedanken machen und bobo und hier und da. Ja, und deswegen meine ich ja, wenn wir das selbst machen, dann können wir jetzt einfach eine Social Media Page machen, können sagen, bobo, pau, pau, so läuft's. Ja, und aber mit, ja, hier, was machst denn du? Verkauf los, ja, hierher fahren, um den anderen zu holen. Wir müssen jetzt getrennt fahren, Kollege. Ja, ich fahr den anderen. Ich fahre den Dune-Loader weg. Also ich muss schon sagen, ich finde es krass, dass wir beide sehr stutzig sind. Weil, ja, wie gesagt, wir waren eigentlich eher so die, ja, schnelles Geld Macher. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber endlich mal, wo wir so ein bisschen dran festhalten können. Also, wo wir mal so ein bisschen dran nagen. Hat niemand gesehen? Oh, jetzt ist ja der Dulli wieder da. Ah, oh, hab ich ja gar keinen Bock.
So sieht man sich wieder. Moin, Frank. Das ist doch Frank, oder? Das ist Frank. Wir haben mir keine Gesichter. Wie er lebt und lebt. Immer noch nicht. Das andere quatschen wir später, Mann. Ja, wie gesagt. Ich hab da irgendwie kein gutes Gefühl. Bye. Ja, wir denken jetzt einfach nochmal für uns nach. Gucken mal, was wir da machen können. Ich glaube, am besten wir schlafen da eine Nacht drüber. Dann setzen wir sich morgen nochmal zusammen. Was haben wir jetzt eigentlich morgen für Termine? Bei den Nüssen haben wir einen Termin. Wo noch? Bei wem haben wir Termin? Bei den Nüssen. Ach so, bei den Nuts, Alter. Ja, Nutten. Bei den Nuts. Und wo sonst noch? War's, oder? Naja, dann noch halt die Option. Ja, die Option eventuell, aber gut, da brauchen wir ja erstmal Plan. Bevor wir da hingehen. Ja, und dann, keine Ahnung, Mann. Na, warte mal. Ich glaube. Wir könnten rein theoretisch Dennis fragen. Der legt doch bei dem einen Club da auf. Mhm. Was da der Club kostet für Privatveranstaltungen. Ja. Ist er überhaupt da? So im Kopf. Ja, das sollte da sein. Ich sollte mich eigentlich heute Abend bei dem melden, Mann. Achso, privat? Ey, ich call da einfach mal durch, Mann. Gleich. Jo, das soll mal einen Abstecher hierher machen. Ey, Mann. Habe ich keinen Bock drauf. Hast keinen Bock drauf. Ey, Mann. Ich bin ganz froh, wenn er über den Telefonleitung nur bleibt, Mann. Ja. Verstehe. Meinst nicht, dass der hier noch den Frank versenkt? Nee, warte mal. Ich gehe kurz telefonieren. Jo, was geht? JP hier, hi. Ja, nicht viel, warum bei dir? Ja, alles fresh. Du, ich habe 2 Fragen. Frage Nummer 1 und zwar, was kostest du für mich als DJ? Als DJ, also, du weißt, ich leg nur Techno auf und so weiter. Ist ne? Mir scheiße. So. Nee, wir reden von normaler Musik, Mann. Happy Hardcore, irgendwie sowas, bub. Happy Hardcore und so weiter, ja, kommt drauf an, wie lange und so weiter. Ja, keine Ahnung, 2 Stunden. Sag mir mal, oder einen Stundenpauschalpreis mal. Normalerweise 1000 Euro. Okay, also ein Taui. $8. Ja, easy, okay, genau. Weiß ich. Frage Nummer 2. In dem Club, wo du gerade auflegst, ne? Ich leg gerade nicht auf, also. Achso, aber in dem Club, wo du letztes Mal aufgelegt hast, da wo die Dullis waren, weißt du noch? In diesem, wie heißt denn der, Mario? Ja, genau, die Bricks Family, da. Ja, genau, okay. Also eine 10. Ja, weißt du, wem der Laden gehört? Red. Red. Okay, weißt du zufällig, genau. wie viel der Laden für eine Privatveranstaltung kostet? Oh, da müsste ich mal fragen, aber ich hab mal noch nicht von dem. Ah, okay. Ja, easy. Ich hab morgen deine Liga an Rave von ab 21 Uhr. Okay. Was legal oder illegal? Illegal an Rave. Ja, gesagt, morgen ab 22 Uhr. Okay. Gut, ja, easy. Nee, dann kommen wir da einfach rein. Soll ich? Musst du bei uns im Taxi mitfahren? Ja. Und da das Codewort ist sexy Banana, dann bist du zum Ort hingefahren und einmal 50 Euro. Ach, 8 Euro, ich meine, Quatsch. 50 Dollaris. Dollaris. Okay. Genau. Und dann ist es da in dem Club oder was? Nee, nicht im Club, das ist eine Outdoor-Veranstaltung, richtig gut geplant. Okay. Und der ist da auch da oder was? Ja, und ich bin da, Bunny ist da. Okay. Andere Leute sind da, die feiern. Okay, ja, dann easy, dann. Ist mit seinen Sachen da, die zum Essen. Und okay. Trinken ist auch da. Ja, easy, dann, wenn ich. Das ist eine richtig geile Veranstaltung morgen.
Ja, easy, dann komme ich da morgen auch mit Liam vorbei. Dann sieht man sich da morgen entspannt. Weil wir klären jetzt gerade noch ein bisschen was. Ja, wir klären gerade noch ein paar Sachen ab. Ja. Und da könnten wir dich wahrscheinlich als DJ gebrauchen, um ein bisschen Stimmung drin zu haben, weißt du? Auf jeden Fall, ich bin dein Mann. Okay, easy. Küsse auf dein Herz, wir hören uns. Gerne, hau rein, Jimmy. Ja, tschö. Und was sagt er? Also, prinzipiell ist er dabei. Okay. Als DJ. Okay, also wir, kostet uns 1000 sozusagen. Und ansonsten. Das komplette Gelände. Nein, ja. nein, nur er als DJ kostet einen Taui. Ja. Er, also pro Stunde. Digga. Ja. Sag dem, was der verdient. Wie bitte? Taui, ich sag, verdient. Taui bekommt er sicherlich nicht. Was, als DJ? Ja. Das kriegt er aktuell bei Mario so nette 10 da bei dem Club. Okay. So. Und morgen ist ein Rave. Das ist vielleicht nicht ganz legal. Da gehen wir morgen hin. Ja, das habe ich auf vier Dinge schon gelesen. Ja, ja. Oder wird sie nicht. Ja, ja, ich weiß, wie man da hinkommt. Ich weiß, wie, wo, was, ab wann, wo, alles drum und dran. Und da gehen wir morgen hin. Da müsste dann auch der Clubbesitzer von Marionette sein. Das ist eine Outdoor-Veranstaltung, was da morgen abgeht. Okay. Und dann können wir wahrscheinlich mit dem quatschen. Das ist Red angeblich. Okay. Wann ist das? 21, 22 Uhr, irgendwie so. Ja, ich weiß nicht, wann ich morgen am Start bin. Ah, ich habe gesagt, wir kommen vorbei, dass man das safe hat. Er so, ja, freut sich. Bunny ist auch anscheinend da. Ja. Ja, der ist ja irgendwie Bunny, Digga. Ja, ja, die macht das ja mit ihm zusammen, die Veranstaltung. Ja, ja. Hat er ja schon gesagt, wo wir das erste Mal mit denen gequatscht haben. Dass die da irgendwelche Raves planen wollen. Lol, Luckys Gebrauchte möchten den Dukes kaufen. Gut zu wissen. Den Dukes? Ja, den Dukes vom Nigger. Achso. Ja, Digga, für 12? Ist halt echt nicht verkehrt, ne? Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß halt nicht, was der Basic kostet. Einen Moment, bin gleich wieder da. Also viel wird der nicht kosten. Ah, keine Ahnung. Erbsen, wir reden da gerade nicht drüber. Wir reden da einfach jetzt nicht drüber. Wir RP'en das jetzt gerade nicht aus. Ich glaube, jedem Beteiligten gerade klar, dass ich das gerade gesagt habe. War einfach gerade anders in der Rolle drin. Deswegen einfach nicht drüber reden. Also, jetzt. Ja, ich gucke jetzt aber mal ganz kurz, ob ich nicht noch sogar eine Nummer finde von dem Red. Dann könnte man das ja auch davor schon klären, weil auf so einer Party ist das immer ein bisschen unangenehm, weißt du? Ja, erzähl weiter. Naja, nix weiter, das war schon. Also. 69. Also, ich glaube, die habe ich sogar schon. Das war ja der Club, wo ich ja als Barkeeper. Ja, ja, genau. Richtig. Anfangen wollte, richtig. Eventuell. Ich sag mal so, location-technisch würde das auch funktionieren. Ja. Also, das würde location-technisch da auch funktionieren und dann wäre es vielleicht nicht 10%. Aber egal, wir machen weiter. Naja.
ich den Medic, der Retter in der Not. Bewaffnet mit Pflaster, ein klein wenig Schrot. Ich hol dich zurück, keine Angst vorm Tod. Dafür will ich keine Kohle, denn mir reicht dein.